Mit der NWZ hat man täglich mehr vom Leben. Doch bis unsere Leser brandaktuell erfahren, was im Kreis Göppingen los war und ist, ist es ein langer Weg. Hier in der Göppinger Rosenstraße beginnt er. Täglich gehen eine Flut von Anrufen, Briefen und E-Mails ein, die an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet und dann bearbeitet werden. In der täglichen Redaktionskonferenz wird nicht nur die aktuelle Zeitung geplant, auch Termine für die nächsten Tage werden bereits besprochen. Jeder Redakteur arbeitet für ein bestimmtes Ressort wie Lokalpolitik, Sport oder Kultur oder für ein bestimmtes Gebiet wie Mittleres Vilstal oder Schurwald. Natürlich entsteht eine Zeitung nicht nur am Schreibtisch. Unsere Redakteure und Fotografen sind ständig unterwegs. Ob bei den Frischaufspielen, auf Hocks und Festen oder in den Rathäusern. Für sie sind wir immer ganz nah am Geschehen. Zurück in der Redaktion entsteht dann der Artikel. Hier wird recherchiert und redigiert, Texte werden verfasst und verworfen, verlängert und gekürzt. Jeder Satz muss passen, jedes Zitat stimmen. Während der Redakteur seinen Artikel schreibt, kümmert sich der Fotograf um die passenden Fotos. Oft fällt die Bildauswahl schwer, nicht nur wegen der Fülle des Materials. Das Foto muss zum Text passen, die Beleuchtung muss stimmen und, und. Und hier und da wird auch am Computer noch etwas nachbearbeitet. Unsere Leser werden nicht nur über das lokalpolitische, sportliche oder kulturelle oder auch soziale Geschehen informiert. Auch die Wirtschaft nimmt einen breiten Raum ein. In der Berichterstattung der Redakteure und der Firmen selbst. Unsere Anzeigen werden selbstverständlich genau auf die Kundenwünsche zugeschnitten. Von der Konzeption über den Text bis hin zum Layout. Unsere Außendienstmitarbeiter finden individuelle Lösungen. Mit 90.000 Lesern ist die NWZ der Werbeträger im Verbreitungsgebiet, schlechthin. Ob nur 45 mm breit oder als Panoramaseite. Mit einer Anzeige in der Zeitung fürs Stauferland liegen sie immer richtig. Natürlich dürfen auch Prospekte bei der täglichen Zeitungslektüre nicht fehlen. Die Annoncen werden passgenau in der NWZ platziert und können so von den Lesern nicht übersehen werden. Aber nicht nur Firmen finden in der NWZ die richtige Werbeplattform, auch jeder Leser selbst. Mit den Kleinanzeigen ein Auto verkaufen oder eine Wohnung suchen, nichts leichter als das. Und bei der Buchung einer Kleinanzeige an unserem Serviceschalter kann dann gleich das Ticket für das nächste Konzert oder den Theaterabend gekauft werden. Wenn die Anzeigen geschaltet, die Texte geschrieben und die Fotos ausgewählt sind, wird am Computer alles zusammengefügt und ganz einfach per Mausklick an die Druckerei nach Ulm geschickt. Früher wurde noch direkt in Göppingen gedruckt. Später wurden die fertigen Seiten per Boote nach Ulm gebracht. Dank des Computerzeitalters hat sich das alles sehr vereinfacht. Auch eine Zeitung muss sich ständig weiterentwickeln. So ist es kein Wunder, dass die NWZ heute nicht nur das Medium Nummer 1 im Kreis Göppingen ist, sondern dass sich die NWZ auch vielfältig engagiert. Ob mit den guten Taten, Sondermagazinen wie Wir im Stauferland, als Medienpartner für Messen oder Eventveranstalter. Die NWZ ist genauso vielfältig wie der Kreis Göppingen. Die Lokalseiten der NWZ, der Mantelteil der Südwestpresse, die Sonderbeilagen, die Magazine und auch die Prospektbeilagen. Alles wird hier im Druckhaus Ulm gedruckt. Das alles geschieht über Nacht. Bei einer einfachen Produktion werden 30.000 Zeitungen pro Stunde gedruckt. Je nach Dicke der Ausgabe verschlingt die NWZ täglich 5 bis 10 Tonnen Papier. Immer wieder wird kontrolliert, ob die Qualität stimmt und alles am richtigen Platz ist. Die fertige Zeitung kommt dann per Band in die Versandabteilung. Hier werden völlig automatisch die Beilagen wie Prospekte hinzugefügt. Alles wird zu Bündeln geschnürt und kommt dann per Spedition nach Göppingen. Hier werden die Zeitungsbündel auf mehrere Kleintransporter verteilt und an bestimmte Übergabepunkte geliefert. Dann können die Zusteller die druckfrische NWZ in den frühen Morgenstunden an die Leser verteilen.
Und so kann der täglichen Zeitungslektüre nichts mehr im Weg stehen. Mit der NWZ hat man täglich mehr vom Leben.